Hallo, schönen guten Tag, Herr Kröger. Sie haben ja fleißig an dem Film Die 70er und 80er des vorigen Jahrhunderts. Am Ende sind wir ein Volk mitgearbeitet. Auf was können sich die Zuschauer freuen in Ihrem Werk? Ja, wir vom Heimatverein haben diesen Film in den letzten Monaten erstellt. Insgesamt muss ich sagen, dass man jetzt hier aus der Gemeinde Barkum viele Bilder aus den 70er und 80er Jahren sehen wird. Die vielen Veränderungen innerhalb des Dorfes Barkum, eben die Dorfmitte, dann also auch in den entsprechenden Bauerschaften, das Verschwinden der vielen Heuerhäuser. Es ist also schon eine sehr interessante Dokumentation. Über 20 Jahre erstmals also auch bewegte Bilder, dass wir also auch Super 8 Filme zeigen konnten, dass wir entsprechende Videos zur Verfügung haben, die wir dann entsprechend digitalisiert haben, meine ich, kann sich der Besucher auf viele interessante Informationen freuen. Und dann die entscheidende Frage, wann steigt die Premiere? Ja, die Premiere wird stattfinden jetzt am Samstag, 26. Mai um 15 Uhr im Festzelt des Volksfestes. Wir uns natürlich freuen, wenn viele Besucher kommen werden und sich diesen Film anschauen.